Hallo ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die vielen Nachfragen und euer Interesse zum Thema seelischer Missbrauch, Nötigung, Mobbing durch Betreuung oder durch den Betreuer. Ihr habt nachgefragt, wie der aktuelle Stand ist, ob es was Neues gibt und vor allem, es gibt immer mehr Menschen, die sich auch bei mir wieder melden und mir mitteilen, hey, mir ist das und das passiert oder ich habe erlebt, dass es so und so und ich habe von anderen gehört. Ganz im Ernst. Es ist erschreckend, oder? Also wenn ihr euch das mal wirklich so überlegt, wie viele Menschen genau das sogar, was ich euch hier erzählt habe, in dieser ganzen Story, die genau dasselbe oder fast dasselbe erlebt haben. Also ich bin sprachlos, ich bin fassungslos und gleichzeitig bin ich aber auch mega dankbar, dass ihr den Mut habt und euch auch bei mir gemeldet habt. Und sogar gesagt habt, okay, lasst uns einfach gemeinsam viel mehr Öffentlichkeitsarbeit diesbezüglich machen, damit das Ganze ein Ende hat. Ja, okay. Ihr wisst, ich rede nicht von anderen Menschen, ja, von den Erlebnissen. Ab und zu tue ich ein bisschen was zitieren, was ich zitieren darf auch. Aber ich erzähle natürlich lieber aus meinem Leben oder meinen Erfahrungen. Weil so kann im Nachhinein auch keiner kommen von wegen, ja, das hast du falsch gesagt, so habe ich das nicht gemeint oder. Okay, was gibt es hier Neues in dieser Situation? Ich habe inzwischen erfahren, dass der Gutachter, der dieses Gutachten aufgrund des Anrufes der Betreuerin komplett abgeändert hat, auf ihren Wunsch hin und auf ihre Aussagen hin, dass es da jetzt eine Anzeige gab und die Zeugen dazu vernommen wurden. Das hat mir mein Polizist, also mein Polizist klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber nachdem ich ja selbst auch mehrfach inzwischen vorgeladen wurde, um zu dem ganzen Sachverhalt entsprechend auszusagen, hatte er mir das mitgeteilt, dass auch er die Akte auf dem Tisch hatte und ob ich dazu auch was sagen kann. Von daher weiß ich das. Ja. Aber mal was ganz, ganz anderes. Was ich schlimm finde, richtig, richtig schlimm, was nämlich hier überhaupt nicht bedacht wird bei den Ganzen. Es wird nicht drüber nachgedacht, was eigentlich wirklich den Menschen, den Betreuten, als auch den Angehörigen damit angetan wird, wenn beispielsweise eben, jetzt fasse ich einiges zusammen aus meiner Geschichte, aber auch aus dem, was mir die Leute, wie gesagt, mitgeteilt haben. Und da das, wie gesagt, sehr identisch ist, fasse ich das Ganze ein bisschen kurz zusammen. Also ich finde es schlimm, dass hier Beziehungen oder sogar Ehen durch den Betreuer beendet werden. Hier in dem Fall war es ja auch so, also in meinem Fall war es ja auch so, dass die Betreuerin ja diese Beziehung beendet hatte und auch dafür gesorgt hatte, dass keinerlei Kontakte mehr möglich sind und ihre Betreute, ihre psychisch instabile, labile Betreute auch so beeinflusst hat, dass sie alles, was sie ihr sagte, glaubte. Ja, aber das ist wie gesagt kein Einzelfall. Es wurde auch dafür gesorgt, dass bei anderen die Ehe zerbrochen ist, dass Scheidungen liefen, dass auch hier in dem Fall die Menschen getrennt wurden, und wirklich, das ist dann Handynummern, ja? Alles wurde erneuert. Verträge wurden aufgelöst und neue Verträge mussten dadurch abgeschlossen werden. Gleichzeitig gilt es, um eben keine Verbindung mehr mit dem bisherigen Partner zu haben. Komplett neue Handynummern, alles, was eine Verbindung gab, wurde gecancelt oder sollte, ja, wie soll ich sagen, aufgelöst werden, nennen wir es mal nett. Sowohl hier bei mir als auch bei den anderen war es dann wirklich auch so, dass die Vollmachten, die es gab, aufgelöst wurden, dass sie keine Gültigkeit mehr hatten. Verfahrensbeteiligter war man natürlich nicht mehr. Tiere, wenn es Tiere gab, also in meinem Fall war es ja auch so, dass hier dann eine Abtretung sozusagen erfolgen sollte von der Gegenseite, dass die Tiere ins Tierheim sollten. Schwierigkeiten gab es natürlich bei den Familien, wo Kinder involviert waren, weil alles da, wo keine Kinder sind, ist es natürlich ganz, ganz leicht, ja, den Partner, Frau ins Frauenhaus,
Beispielsweise Männer in Heime, je nachdem, welche Erkrankungen zu dieser Betreuung geführt haben, werden einfach dann in Heime abgeschoben oder sogar auch Altenheime, je nachdem. Es ist ja alles möglich, ja? Und dann Kontaktsperren. Die darf ja ein Betreuer einrichten. Und da müssen sich ja dann das Personal auch dran halten. Und dann hast du als Angehöriger keine Chance. Wenn natürlich, wie gesagt, Kinder involviert sind, ist das Ganze ein klein wenig schwerer. Aber auch da, man glaubt es kaum, ist es möglich,